Liebe Zuschauer, wir haben heute einen speziellen Gast, Frank Stratmann. Er ist Tausendsasser in der Gesundheitsbranche. In Social Communities nennt man ihn Beta-Blogger. Man nennt ihn Keynote-Speaker auf verschiedenen Veranstaltungen, Moderator, Autor. Ich glaube, da gibt es vieles zu erzählen. Ich freue mich drauf. Ja, Frank, sag mal, das sind so viele Themen irgendwie. Stell dich doch mal den Zuschauern kurz vor, dass die dich noch ein kleines bisschen besser kennenlernen. Herzlich gern. Danke Jochen, danke David für die Einladung, hier mitzuwirken. Beta-Blocker war das Stichwort. Was steckt da eigentlich hinter? Als Medikament kennt man das. Ich schreibe das ein bisschen anders. Beta, das heißt, wir sind nie ganz fertig. Block als vernetzte demokratische Kommunikation, die ich dann auch den Kliniken gerne angedeihen lasse. Und er, weil du sprach es an, Tausendsasser, schon lange dabei. Der Pioniergeist, der mir hoffentlich nie verloren geht, zu sagen, wir sind im Internet, wir werden es auch bleiben, das Ding geht nicht weg. Und deshalb Beta-Blogger als kleines Wortspiel zu dem, wenn die Stresstoleranz nach unten geht, wenn es darum geht, quasi Digitales zu verstehen. Tolle Geschichte. Was ist denn dein Herzensprojekt jetzt gerade bei den ganzen vielen Themen? Wir haben mit der Community auch das Thema Gesundheitskompetenz. Wie kann ich mich selbst als Bürger informieren? Dr. Google, tolle Apps, ganz viele Apps. Also wie kann ich in diesem Dschungel, ich meine, du hast auch spielst mit dem Begriff Wald, ne? Dass du sozusagen den Wald so nimmst, so ein bisschen als Ort, an dem man vielleicht socializen kann, sich informieren kann. Also wie passt das zusammen? Das hat vor allen Dingen erstmal damit zu tun, dass mir zu Hause aufgefallen ist, da wo ich wohne, nämlich im Sauerland, sehr viele Bäume stehen und ich auch gerne draußen bin und gerne im Wald bin. Und wenn man sich dann mit Vernetzung beruflich beschäftigt, dann kommt relativ schnell die Klarheit darüber, was dieser Wald tut. Und wenn man dann die Bücher, die derzeit in den Bestsellerlisten stehen, genauer liest, dann merkt man, wie der Pilz mit dem Baum kommuniziert, damit irgendwo ein Funksignal ist. Ich glaube, dass wir stehen immer und jedes Jahr immer wieder neu am Anfang. Aber das, was wir als Menschen gerade vorantreiben und speziell in der Gesundheitswirtschaft, ein Thema Gesundheit, was uns extremst wichtig ist, diese vernetzten Strukturen zu schaffen, werden wir natürlich nie schaffen, so wie eine Evolution auf Waldebene das geschafft hat. Aber letztendlich müssen wir diese Vorstellungskraft haben. Wald würde nicht funktionieren, wenn dort keine Interoperabilität herrschen würde. Wie versteht sich der Pilz mit dem Baum? Aber ich will das gar nicht zu weit treiben. Wichtig ist, du fragst das nach dem Herzensthema. Das Herzensthema ist, dass ich die Begegnung mit dem Patienten von Seiten einer Gesundheitseinrichtung, das fängt bei der Arztpraxis an, das hört nicht nur beim Krankenhaus auf, sondern in den vernetzten Strukturen, die ich gerade meinte, dass dort viel mehr Befähigung Einzug hält. Auch wenn wir im Moment als Krankenhäuser oder die Krankenhäuser sich beschweren, dafür kein Geld zu bekommen, ist es doch wichtig, dass es Teil des Gesundheitsgeschehens ist. Nämlich Kranke, auch ihr Umfeld, Verwandte, Familien, alle, die an einem Patienten dranhängen, zu befähigen, mit Krankheit umzugehen. Im besten Fall wird Krankheit kompensiert. Aber das Gelingen von Gesundheit hängt zunehmend davon ab, wie sich die Akteure im Gesundheitswesen verstehen. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Indiz für Sie als Patient, dass welches Krankenhaus, welcher Arzt hilft mir, meine Krankheit besser zu verstehen, aber auch der Krankheit selber zu begegnen. Weil Lebensqualität geht auch unter Krankheit. Die Akteure im Gesundheitswesen sind ja nicht nur, ich sag mal, in dieser gesamten Breite, sondern auch schon innerhalb eines Krankenhauses. Da Definitiv. ist die Pflege Genau. und MTAs und Ärzte und wer alles dort ist. Was ist dein Ansatz, wie du sagst, wie kriegst du die besser zusammen auf einen Weg, sag ich mal, geleitet? Ich habe ja nicht damit angefangen und würde das auch nicht auf mich vereinen, aber wir haben ja die besondere Situation in einem Krankenhaus. Das kann sich jeder Patient gut vorstellen. Wir haben eine Pflege, die eine ganz andere Ausrichtung ihrer Arbeit hat als Ärzte. Und dann muss natürlich auch ein Unternehmen Krankenhaus geführt werden und wir haben ein Management. Dort gibt es unterschiedliche Interessengebiete, die müssen vereint werden, damit man dem Patienten gemeinschaftlich helfen kann. Dann kommt noch eine Peripherie, also ein Umfeld dazu, einweisende Ärzte oder andere Therapeutenfunktionen. Ich wünsche mir, weil wir eben über Vernetzung sprachen, dass die alle zu einem therapeutischen Team zusammenwachsen und sich Nutzer, also auch patientenzentriert, auf diese Situation konzentrieren können. Und dann haben wir im Digitalen ja die Startups, die immer mehr und näher an die Versorgung heranrücken.
die dürfen wir gar nicht vergessen. Die wollen ja gerne mitmachen. Wir lassen sie oft nicht im Gesundheitssystem. Aber viele Patienten machen sich da alleine und selbstständig auf den Weg und sagen, das nützt mir, das hilft mir. Da dürfen wir Herrn Spanier danken, dass er jetzt ein bisschen Initiative in die richtige Richtung dreht. Ja. Wir schauen mal, was raus wird. Aber das ist sicherlich der Ansatz. Als Social-Media-Mensch erster Stunde, damals bei Xing eine große Community aufgebaut. Digitale Gesundheitskompetenz. Viele Ärzte, Leistungserbringer stöhnen ja so ein bisschen, wenn der Patient mit dem Wikipedia-Ausdruck dahin kommt, fordern eine Diagnose zum Entgoogeln des Patienten und. Wie würdest du sehen, wie kann Technologie heute das Verhältnis, worüber wir gesprochen haben, zwischen Patient und Arzt verbessern? Ich glaube, dass Ärzte, Jochen, du bist Arzt, viel rücksichtsvoller auch mit dem Patienten umgehen sollten, wenn der belesen, beyoutubed oder informiert oder vergoogelt in die Praxis kommt. Ja. Der Patient macht dort nichts Unvernünftiges. Ja. Ich halte das für sehr wichtig, weil er bedient sich der Matrix, die ihn in anderen Lebenskontexten auch umgibt. Und das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Man muss also nicht annehmen, dass der Patient zum Feind wird, wenn man Arzt ist. Und wenn Sie, liebe Patienten, das spüren, dass Ihr Arzt Ihnen das irgendwie krumm nimmt blöd nimmt, dann passt das. Ja. Und vielleicht eine Anekdote aus 2007. Das Internet war in den Praxen noch gar nicht angekommen. Der Zahnarzt, der mich konfrontiert, Herr Strafmann, das mit dem Internet, Sie haben tolle Ideen, wunderbar. Aber Zahnarzt, gebohrt wird nicht im Internet. Ja. Heute treffen wir Zahnärzte, die natürlich ihre Leistungspräsentation oder auch die Prozesse, die sich in einer Praxis ergeben, drumherum mit dem Internet gemeinsam denken. Und das Internet kommt dort auch rein. Und ich glaube, man muss ja den Patienten die Möglichkeit geben, sich aktiv zu informieren. Die kommen zum Beispiel in ein Krankenhaus, sind teilweise vollkommen überwältigt von all den Eindrücken, können sich aber auf das eigentliche Gespräch gar nicht konzentrieren. Und ich glaube, wenn man da im Vorfeld unterstützen kann, da kann man so viel mehr gewinnen, dass die Patienten sich auch abgeholt fühlen. Und das sind Themen, die wir angehen müssen. Ich habe ja gerade gesagt, dass meine Gesundheitsphase beruflich mit Zahnärzten begann. Und relativ schnell lernt man dort Angstpatienten kennen. Ja. Und wenn man die selber mal neben einem Stuhl erlebt hat und sich überlegt, was kann ich eigentlich Prozess, Kultur, aber auch kommunikationsorientiert für solche Menschen tun, sensibilisiert das, wie Kommunikation von einer Gesundheitseinrichtung ausgehen sollte. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und auch Ärzte, die jetzt vielleicht ein bisschen durcheinander sind, was dieses Digitale alles da für sie bereithält oder nicht, da sind sehr viele Irritationen. Ich versuche immer empathisch erstmal zu hinterfragen, was dich da stört, weil Ärzte schreiben Doktorarbeiten in ihrem Leben. Ärzte begegnen ganz komplexen Krankheitsverhältnissen. Warum sollten sie das Digitale nicht verstehen? Natürlich. So, und in dem Moment müssen wir auch dort eine Empathie walten lassen. Ich glaube, dass die Ärzte sehr gut verstehen, dass sich ihr Berufsfeld verändert. Ich sage immer sehr schön, es geht gar nicht um ein Berufesterben, sondern um einen Tod. Einen sanften Tod der Tätigkeiten. Genau. Wir werden in einigen Jahren andere Ärzte erleben. Ja. Wenn man heute mit jungen Medizinstudierenden spricht, dann sind die auch schon komplett anders aufgestellt, treffen aber auf ein System, wo es ihnen nicht immer leicht gemacht wird. Wir brauchen das aber. Und alle sollen wissen, es ist nicht zu spät. Ja, man kann sich darauf einstellen. Es ist ja nicht, dass da irgendwo ein Zug, wie es denn immer heißt, abgefahren ist. Quatsch. Nein. Man kann natürlich mitmachen und es sind doch auch alle aufgefordert und das werden sie auch. Das ist das Schöne, das kennen wir aus den Methoden, mit denen große Digitalunternehmen heute erfolgreich sind und uns dann auch die Schnelligkeit, die wir oft verspüren, vormachen. Iterative Entwicklungszyklen, Innovationskraft im Krankenhaus geht von einer aufgeklärten Situation aus, die mir sagt, mit welchen Medien habe ich zu tun, wie verändert sich die Berufswelt, sowohl in der Pflege wie auf der Arztseite und wie verändert sich auch und vor allen Dingen der Patient. Ja. Weil der Patient kommt angelernt, aus Reise, aus Banking, aus wie auch immer, das ist oftmals schon bemüht worden, aber der kommt aus Lebenskontexten und möchte nicht 15 Formulare im Krankenhaus ausfüllen, sondern er möchte smart abgeholt werden. Klar. So, und an der Stelle ist es doch perfekt, sich mal komplett mit einem neuen Paradigma, mit einem vernetzten Paradigma auseinanderzusetzen, damit ich die Zukunftsfähigkeit des eigenen Hauses nicht in Frage stelle. Ja, Frank, vielen Dank. Schönes Schlusswort, das Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen. Der angelernte Patient, der in die Arztpraxis kommt und auf einen empathischen Arzt stößt, der mit ihm dann sozusagen da ihn abholt, wo er sich bis dahin gelesen hat, auch wenn er sich mal verlesen hat. Ja. Vielen Dank für den Talk. Danke. Bleibt gesund. Alles gut. Und bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.